Im Sommer ist Skaloi am allerliebsten in den hohen Bergen Sodor. Dort gibt es dann Blumen und grüne Wälder und Wiesen mit Schafen und Bauern, die Skaloi winken, wenn er vorbeifährt. Aber im Winter ist es in den Bergen ganz anders. Dann ist es kalt und es regnet oft. Und manchmal toben heftige Stürme. An einem Regentag zog Skaloi Waggons mit Schiefer durch die Berge. Weiter vorn sah er einen Bauern an den Gleisen stehen. Wir haben einen Notfall, rief der Bauer. Ein schweres Gewitter zieht auf. Wir müssen die Schafe von den Bergwiesen holen. Dafür brauchen wir die Hilfe von euch, Loks. Skaloi wollte gern helfen. Er dampfte also schnell ins Depot. Er musste den anderen Loks von dem Notfall berichten. Als Skaloi im Depot eintraf, waren seine Freunde Reneas und Peter Sam auch dort. Und der dünne Kontrolleur. Skaloi berichtete von dem aufziehenden Gewitter. Zuerst müsst ihr die Waggons holen und sie oben auf den Berg ziehen, sagte der dünne Kontrolleur. Dann holt ihr die Schafe ab und bringt sie sicher den Berg hinunter zu den Bauern. Ja, Sir, piepsten Reneas und Peter Sam. Sie wollten am liebsten sofort loslegen. Als Skaloi von den Schieferwaggons abgekoppelt wurde, blitzte es heftig und es donnerte laut. Skaloi fürchtete sich vor Donner und Blitz, aber das wollte er seinen Freunden nicht sagen. Er wäre sich feige vorgekommen. Reneas und Peter Sam tuteten tapfer, als sie losdampften, um ihre Waggons abzuholen. Skaloi versuchte auch, möglichst kräftig zu tuten, aber es hörte sich nicht besonders mutig an. Die drei kleinen Loks trafen mit ihren Waggons am Fuße des Berges ein. In diesem Moment donnerte es noch lauter als zuvor. Skalois Räder bebten. Er hatte große Angst. Auf geht's, rief Reneas und dampfte tapfer den Berg hinauf. Ich komme, tutete Peter Sam und fuhr tapfer hinter seinem Freund her. Skaloi sah seine Freunde im Gewitter verschwinden. Er fühlte sich nicht so mutig wie sie. Ich habe zu viel Angst, um mit ihnen den Berg hinaufzufahren, schnaufte Skaloi leise. Und mit einer traurigen Dampfwolke rollte Skaloi rückwärts auf ein Nebengleis, wo er sie verstecken wollte. Skaloi wartete. Er hoffte, niemand würde sehen, dass er nicht mithalf. Schließlich kamen Reneas und Peter Sam wieder den Berg herunter. Ihre Waggons waren voller Schafe. Skaloi sah zu, wie die Bauern die Schafe ausluden. Dann dampften Reneas und Peter Sam wieder bergauf ins Gewitter. Sie waren sehr mutig. Skaloi fühlte sich elend. Er wollte ja helfen, aber hatte einfach zu viel Angst. Peter Sam und Reneas legten sich mächtig in die Puffer. Sie dampften bergauf und bergab und brachten die Schafe in Sicherheit. Doch dann gab es ein Problem. Peter Sam und Reneas waren so oft bergauf und bergab gedampft, dass sie beide keine Kohlen mehr hatten. Es sind immer noch Schafe auf dem Berg, sagte Reneas traurig. Was machen wir jetzt bloß? Schnaufte Peter Sam. Skaloi sah zu seinen beiden Freunden. Sie waren sehr erschöpft und sehr traurig. Dann sah er zu den Bauern, die sich Sorgen um ihre Schafe machten. Wenn schon eine große Lok wie ich Angst vor Blitz und Donner hat, dann haben die kleinen Schafe bestimmt riesige Angst, murmelte er vor sich hin. Ich wollte den Schafen helfen, ich wollte den Bauern helfen und ich wollte meinen Freunden helfen. Aber ich habe niemandem geholfen. Ich habe sie alle im Stich gelassen. Skaloi fühlte sich furchtbar. Er dampfte langsam aus seinem Versteck. Reneas und Peter Sam waren froh, ihn zu sehen. Hast du viele Schafe eingesammelt? Fragte Reneas. Wir haben dich gar nicht gesehen, schnaufte Peter Sam. Traurig erzählte Skaloi, was passiert war.
Ich hatte zu viel Angst vor Blitz und Donner, um mit euch den Berg hochzufahren, gestand er. Ich habe mich versteckt und euch bei der Arbeit zugesehen. Ich bin schuld, dass noch Schafe auf dem Berg sind. Aber jetzt fahre ich hinauf und hole sie, verkündete er. Erneut blitzte es und ein lautes Donnern war zu hören. Aber Skaloi kümmerte sich nicht darum. Mit ratternden Kolbenstangen dampfte er tapfer los den Berg hinauf. Um Skaloi herum tobte das Gewitter. Es blitzte und donnerte in einem fort. Aber Skaloi hatte keine Angst. Er dachte nur noch daran, die restlichen Schafe einzusammeln, um sie ins Tal und damit in Sicherheit zu bringen. Skaloi kam oben auf den Berg an. Der Bauer wartete schon. Er war sehr froh, Skaloi zu sehen. Rasch wurden die Schafe in die Waggons getrieben. Dann setzte sich Skaloi bergab in Bewegung. Es war harte Arbeit. Doch Skaloi gab nicht auf. Er dampfte den Berg hinauf und hinunter, bis er alle Schafe eingesammelt hatte. Skaloi war richtig zufrieden. Ich bin mutiger, als ich dachte, sagte er sich. Und stolz fuhr er zum letzten Mal bergab. Reneas und Peter Sam warteten am Fuße des Berges auf Skaloi. Gut gemacht, tuteten sie. Sie waren sehr froh, ihn zu sehen. Und sie waren auch sehr stolz auf ihren Freund. Skaloi lebe dreimal hoch, riefen die Bauern. Skaloi strahlte. Ich dachte, ich würde es nicht können, aber ich konnte es doch, freute er sich. Es blitzte und donnerte noch immer. Doch Skaloi war in diesem Moment trotzdem die glücklichste Lok auf Sodor.